Ach, zu Philipp, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Kosmokratz. Und hier meine Assistentin wird auch noch mal kurz. Добро пожаловать в новый выпуск Космократов. Sehr gut, oder? Okay, der Mappt-Monat ist bald vorbei. Oh Gott, es heißt, wir sind irgendwie ein bisschen abgesprungen. Nach dem Hyperraumsprung sind wir irgendwo gelandet, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Ich mach mal aus, guck mal, da hängen ja Unterhosen rum und so, aber ich habe eine schöne Tapete, also es ist doch recht wohnlich noch. Es ist doch recht wohnlich noch, so, wir haben Verfall, Kartoffeln sind immer noch rationiert und grüne Verbindungsstücke haben wir noch. Grüne Verbindungsstücke sind natürlich immer gut, die kann jeder gebrauchen. Wir starten jetzt, obwohl, Moment, einmal kurz die Zeitung noch lesen. Neuer Horizont, neue Erde, ganz nah, okay. Naja. Schauen wir mal, was passiert. Okay, oh Gott, oh Mann, das sieht doch jetzt schon wieder richtig blöd aus. Oh Mann, oh. Man hatte keine Zeit, sich warm zu spielen. Ja, geil. I'm actually looking forward to filling out some of your upcoming accident reports. Shouldn't be too hard for you to generate a few accidents with all these asteroids floating around. Aber ich will keine Unfälle bauen. Na ja, schauen wir mal. So, hauen wir die Dinger mal weg. So, Achtung, aus dem Weg. Just me, or is it getting really hot? Yeah, it's getting... Affirmative. Habitat interior temperature exceeding safety regulation. Es wird auf jeden Fall heiß hier, das kann man sagen. Ich glaube, das Stück muss daran. Darf ich mal ganz kurz... Entschuldigung, er war jetzt nicht so... War nur ein bisschen Absicht dabei. Den hier an die Seite schieben. Das Ding hier nach unten. Drohnenenergie ist nur noch bei 50%. Aber es ist, macht der nichts. Wir können ja hier... Der will an die Kartoffeln. Der wollte an die Kartoffeln. Das lasse ich nicht zu. Achtung, ihr müsst einmal hier aus dem Weg. Aber weißt du was, ich lade mich einmal kurz hier auf. So, dann sind wir nämlich aufgeladen. Dann können wir das hier so ein bisschen drehen. Nee, nee, nee. Ich will nicht da rein, ich wollte nur, damit ich hier den kleinen Koffer... Oh, 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 das da oben, das... Okay, sieht aber noch gut aus, sieht aber noch gut aus. So schneller wir fertig sind... Oh, 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 weg da! Aus dem Weg. Okay, das Ding ziehen wir jetzt hier runter. Got an extension that needs repair. Alexander, take a look. Ey, das war doch gut, oder? Das war doch mega gut. Perfekt, ey, 3 Marken. Oh, geil. Wie versucht das nächste Mal schneller zu sein? Mann, was bringen mir eigentlich diese ganzen erfolgreichen Montagen? Es wird bald wieder eine Hungersnot ausbrechen. Is a scientist supposed to think on this sub-calorie diet? Naja, aber kriegt halt nur jeder zweite was, oder? Comrades, enough is enough. Oh nein! A silent fool is counted wise, but I will be silent no longer. Oh oh, oh oh. We barricade ourselves here until the commandant gives us a fair leadership election. Who's with me? Ein Aufstand. What did I say?
No interruptions during breakfast in bed. Emergency alert. Disturbance in mess hall. Uh-oh. Protest. Organizer, Egorova, Olga. Janitorial department. I can already feel a migraine coming on. What does she want? Was will sie? Limited request. Fair leadership election. What? Who does she think she is? Assemble the officers! We're going to crush this little protest. Puh, okay, bin ich mal gespannt. Das entwickelt sich hier ja noch zu einer heißen Sache hier auf dem heißen Planeten. Gucken wir mal, was können wir denn hier? Nahrung kostet mittlerweile 4. Ein Dokumentarfilm will ich mir aber jetzt eigentlich noch gar nicht ansehen. Dafür habe ich zu wenig Marken. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Zeitung, na, da wird was über den Aufstand stehen, oder? Klebeband, Kartoffelrationierung. Ein weiterer Offizier hat eine weitere Medaille erhalten. Ja gut, es sind Offiziere, die erhalten Medaillen für... Ja, für was sie am Ende gut sein soll, weiß ich auch nicht genau. Got a new toy. The military grade laser cannon. Works like all the other powered extensions. I'm supposed to educate you in the safety regulations. Ach. Very long and boring. I'll just send over a form for you to sign. Ja, so ist das. Where you take full responsibility for any damage caused by these in the field. Okay. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das wirklich so... Naja, okay. müssen wir wohl dann erstmal mit leben, ne? Ich kann hier gar nicht genau erkennen, was das eigentlich alles soll. Aber... Olga and the workers are still holed up in the mess hall. Feels lonely out here, huh? Ja, irgendwie schon. Safely play with these new laser turrets. Okay. Dann sollten wir das auch tun. Dann sollten wir das auch tun. Nein, nein, nein. Hier, nicht das hier. Wir drehen das. Wir schiebe ich es einfach nur wieder zurück. Ich bin manchmal nicht unbedingt der organisierteste Mensch. Das gebe ich auch offen zu. Dann ziehe ich das Teil mal hier oben in die Mitte. Da unten ist ja ein relativ guter Schutzschild. Ich habe nicht mehr so viel Drone Energy. Das Teil hier runterziehen. Warum? Das verstehe ich dann wieder nicht, ne? Warum saugt er das hier so an, aber da dann nicht vernünftig? Komm. Gehört das so? Ich weiß es nicht. Da muss irgendwo noch ein gelbes, ein blaues. Das blaue muss vielleicht... Oh, oh, oh. Ey, der will mir da oben die Kartoffeln zerstören. Oh, oh. Jetzt wird's echt ein bisschen dramatisch hier. Ist es schlimm, wenn ich das nicht ganz nach Plan baue? Es war eigentlich noch nie schlimm, wenn man irgendwas nicht ganz nach Plan gebaut hat, oder? Wie wär's mit dem Ding? Das Teil mal eben noch da ziehen. Oder schieben. Oh Gott, da ist schon irgendwas richtig kaputt gegangen. Da ist schon wieder irgendwas geschmettert worden. Boah, ich weiß es nicht. Ich will das hier... Ich drehe das mal. Oh oh, Leute, oh oh. Das könnte jetzt dramatisch enden hier. Das könnte ganz dramatisch enden. Das könnte zu dramatisch enden.
Aber die Laserkanone, sie funktioniert. Not much time, es vibriert alles in meinen Händen. Oh nein, jetzt hier. Achtung. Und einsetzen. Oh, ich glaube, das war richtig. Huhu. Zeitlich nicht geil. Aber ein sehr gutes Ergebnis rausgeholt. Ja, gut, ne? Wo kriegen wir neue Kartoffeln her? Ich meine, alle paar Wochen muss doch Kartoffeln aufgefüllt werden. Kommandant, they have access to the potato storages. Besides, isn't that what we've been doing for the last months? What about poisoning their air supply? Kommandant, I'm pretty sure we share the air supply. But to be sure, I guess we need to ask the workers. Haha, aber es ist nicht der Plan, den er eigentlich hat. Let's play along, for now. We need time to root out Janitor Egorova. And make her disappear for good. Oh, ich weiß nicht, ob es so ein guter Plan ist. Our engineers say the Hyperjump blew some transistor bulbs. They're still scrambling to replace them all. We'll have to give up some luxuries until they're fixed. Oh nein, ey, das, oh, hätte ich das vorhin mal genommen. Drei Runden ungeladene Drohne ist irgendwie Mist. Keine Lackierung ist aber auch Mist. Weil dann gehen die schneller kaputt, die Module, wenn wir dagegen knallen. Luxuries are things we don't need. Ich nehme das. Unlike transistor bulbs, whatever they are. Vielleicht können wir am Schiff selber laden dann. Okay. Zeitung lesen, die Stimmung wird immer trüblicher. Luft muss strömen, hatten wir schon. Kaliumiod hatten wir auch. Kartoffelrationierung. Ah, es wird nicht besser hier. Es wird nicht besser. Was passiert da? Da kommen Nachrichten rein. Some code. Bla bla. Okay. Naja. Gehen wir mal on the mission. Okay, das wird ja richtig kacke. Das sind ja all die Verbindungsstücke irgendwie mittig. My goodness, it's hot. I am melting away in here. I hear the cook has started to bake the potatoes by sticking them in the airlock for 5 minutes. That? Comrades, I've decided this election is an excellent idea. Okay. We'll hold the election in 3 weeks. Oh, and on an unrelated note, I've ordered the construction of a new entertainment ship. Consider it a gift from me, Commandant Komarov. To all you hard-working people. Okay, das klingt nicht sehr vertrauenswürdig. The air purifying ship got cancelled. Comrades, I saw Komarov's announcement. Okay. His entertainment ship is just a cheap way to buy votes. Buying votes is something a capitalist would do. How about you don't assemble this one according to plans, pilot? Nein, das kann ich nicht. Ich muss alles bauen, wie es vorgesehen ist. Es ist immerhin ein Unterhaltungsschiff. Was ist das da? Wieso? Ach, jetzt lädt das auch gar nicht. Also, oh Gott, okay. Moment. Bitte, nein, oder oben kommen Sachen. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Sache.
das gehört auf jeden Fall dahin. Das gehört hier noch da oben. Laserbeams, boah. Warte mal, das ist das Rote da. Das Grüne gehört hier unten dran. Oh, 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 oh. Ich habe das Air-Cooling-System ja eigentlich ganz gut da dran gesetzt. Jetzt muss ich das, muss... Oh. Das muss auf jeden Fall da dran. Aua! Und auf einmal richtig epische Musik! Weg da! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Na komm schon, das muss da rein! Nein! Okay, jetzt wird's krass. Aua! Manno! Das geht nicht! Kann ich's nochmal komplett auseinander machen? Oh. Okay, jetzt wird's irgendwie kritisch hier. Da stürzen schon Sachen zum Planeten runter. Oh oh. Okay, das ist zu anstrengend. Geschützturm ist kaputt. Weg da. Oh. Laserkanonen. Oh nein! Das mit dem Unterhaltungsschiff, das könnte Probleme geben. Dabei ist es eigentlich voll... Einige Dinge sind kaputt gegangen. Okay, ich gebe es zu, aber... Es will nicht. Wow. Ich glaube, ich habe es zu... Also, ich habe es zumindest zusammengebaut, aber es sind einige Sachen kaputt gegangen. Oh, immer noch ein sehr gutes Ergebnis, okay? Ja, die Hungersnot ist natürlich jetzt... Aber da kann ich nichts machen. Ich kann keine Kartoffeln verdienen. Ich kann nur versuchen, weniger zu verlieren. Okay. Puh, naja, wenigstens haben wir das richtig gemacht. Es wird auf jeden Fall immer krasser, die Hungersnot, also es wird immer mehr. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch durchhalten können in unserer kleinen, lustigen Station.
wir haben auf jeden Fall jede Menge Module. Die neue Erde ist irgendwie nicht so bewohnbar, wie wir damals mal dachten. Und vielleicht enden wir auch einfach alle hier draußen einfach und niemand wird uns wiederfinden. Das kann allerdings sein. Wir haben noch Hunger, das könnten wir bekämpfen, indem wir Kartoffeln kaufen. Wir haben auf jeden Fall genug Marken, aber das machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.